Ich gehe einfach auf Abbrechen, das geht schneller. Hey, ich will weiterhandeln. Zwar so ziemlich alles, aber klar, ich schau mal was. Dies und das. So, machen wir nochmal alles rein. Die Machete kann inzwischen auch weg. Wir brauchen keinen Nahkampf mehr. Wir haben ja immer Munition. Und wenn, dann nehmen wir das einzigartige Billardkö. Ich glaube, das ist besser. Ja, dann handle ich das so mit dir, wenn du keine... Da, wo sind es? Zählen doch. 69. Ja, das ist eine schöne Zahl. Jetzt will sie 400 Kronkorken von uns. Dieses Flittchen. Na gut. Das wollte ich nicht. Aber ich nehme es an. So, Kollege Preston. Hey. Zeig es mir. Waffen. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir Loot. Na? Du schon wieder. Okay, ich habe einiges. Jetzt gleich hast du einiges im Angebot. Ein bisschen von allem. So, mein Inventar. Die verkaufe ich auch. Die verkaufe ich alle fünf. Die gehärtete Pistole kann weg. Das mächtige Scharfschützengewehr behalten wir. Impro-Gewehr weg. Kurze Jagdgewehr weg. Ja, und damit kriegen wir unser Geld wieder zurück, würde ich sagen. Yep. Das war doch gut. So, Preston, ich weiß nicht... Wie stehen wir denn? Aufgepasst. Was gibt, was auch immer du brauchst. Ich bin für dich da. Ja, ich weiß. Beziehung. Läuft zwischen uns alles gut? Es fühlt sich gut an, Leuten zu helfen, etwas zu bewirken. Das Commonwealth steht in deiner Schuld. Ah, vergiss es. Das war alles. Okay. Ja, ich weiß ja, dass Charaktere irgendwie, dass die Beziehung sich zu Charakteren verbessern kann. Bei Dogmeat steht die eher auf unglaublich gut, wahrscheinlich endlos. Ich habe Angst, also ich habe wirklich Angst, in dem Let's Play was mit Charakteren, Begleitern und so zu verbauen, weil in Fallout New Vegas war es so, bestimmte Charaktere sind auf bestimmte Quests besonders angesprungen und man hat Sympathiepunkte bekommen. Und man konnte halt nur auf Weise X Sympathiepunkte bekommen und ab gewissen Punktezahlen hat man dann irgendwas weiter über den Charakter erfahren, er hat sich wieder geöffnet, neue Fähigkeiten bekommen, etc. etc. So, und ich weiß nicht, ob es hier genauso ist, dass man die Chancen für Charaktere quasi verpassen kann. Deswegen, aber wir nehmen erstmal Dogmeat mit. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hast du eine Fährte? Hast du was gefunden, mein Junge? Anscheinend können wir Preston aber dabei behalten. Okay, wir folgen Dogmeat einmal quer durchs Ödland, würde ich sagen. Oh Mann, Dogmeat. Folge Dogmeat. Ja, wahrscheinlich führt er uns eh ins Combat Zone oder so. Könnte ich mir vorstellen. Dogmeat ist raus, dann gehen wir auch raus. Aber ich habe doch richtig gesehen, dass keine Ladezeit nach draußen existiert, wenn wir über das Büro von McDonough gehen, oder? Ich meine, da kann man diese Ladezeit wahrscheinlich gut irgendwo verstecken. Aber ich meine, da kommt sie generell nicht. Dogmeat, nein! Bleibt er auch eigentlich stehen? Ja, wäre nur interessant zu sehen, ob er wartet. Damit man die später machen kann. Aber es sieht so aus, als würde er warten. Okay. Dann mache ich hier nochmal einen richtigen Spielstand. Nur für den Fall, dass wir irgendwann mal was verbauen sollten. Ja, okay, Dogmeat. Zeig mir, wo der Pümmel ist. Also nicht dein Pümmel, bitte. So, Dogmeat. Ja, wir haben zwar noch ziemlich viel Gewicht bei uns. Müsste, ja. Wir sind bald wieder überladen. Wir hätten vielleicht mal zu Hause vorbeischauen sollen. Aber ich denke, dass wir jetzt in kein großes Gebiet gehen werden. Deswegen passt das schon. Ja, Dogmeat, du hast aber echt einen guten Riechkolben, oder? Suche nach Hinweisen zu Kellogg. Jetzt schon? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal hinweismäßig da hinten die Dinger wegballern werde.
Atem anhalten. Okay, Call of Duty is real. Warte, da draußen ist was. Ja, das finde ich ein bisschen doof, dass wir da keinen Schleichangriff bekommen haben. So, und jetzt können wir ganz normal weiter mit der 10mm Pistole drauf gehen. So, mal kurz ausweichen. Dogmeat, nein! Ja, sie wollen Dogmeat schänden. So, das waren zwei, aber ich glaube, ich bin tot, ja? Das war die Todesanimation, die Dogmeat seinen Feinden normalerweise gibt. Ja, die Mischlingen hier sind ganz schön stark. Die ist noch stärker, aber damit haben wir ja gerade zum Glück nichts zu tun. Ja, ich will es nochmal versuchen, aber es nervt mich ein bisschen, dass das der erste Schuss hier. Jetzt habe ich zwei. Ich glaube, ich habe eben auch zweifachen Schaden bekommen. So viel mehr war das nämlich gerade nicht. Gut, dann. Da draußen ist was. Geben wir ihm mal ein paar Hits. Wir haben keinen Jet mehr, oder? Haben wir noch Jet? Ah, wäre auch zu schön gewesen. So, wir gehen ein bisschen auf Deckung. Wir versuchen jetzt immer erstmal einen runter zu nudeln, aber der hält ganz schön viel aus, der Scheißköter. So, gerade mal heilen, weil die machen echt alle guten Schaden, die Scheißköter. So, nehmen wir nochmal ein paar Nuka-Colas. Wo ist die Cherry? Cherry-Cola ist super lecker. Ihr müsst alle Cherry-Cola trinken, wenn ihr Zeit dafür habt. Ja. Der Gegenhill war nicht stark genug. Ich verstehe auch nicht, warum die scheiß Kackköter da so stark sind. Aber ich glaube, das ist immer diese Anfangsschwierigkeiten. Das hatten wir bis jetzt öfters. Gerade wenn Kampf losgeht, dass ich die Situation am Anfang nicht so unter Kontrolle hatte. Warte mal. So, das waren drei gute Treffer. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal die 5mm rausnehmen und gucken, genau, welcher der Angehittete war. So, und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, mit weniger Gegenwehr da rein zu powern. Und diesmal Nuka-Cola Cherry und ein Stimpak. Und dann sollten wir eigentlich ohne Probleme gegenhielen können. So, der. Aua. Oh shit, verpiss dich mal, du Scheißköter. Aua. Der macht Schaden. Der kleinste von dem macht den größten Schaden. So, der Gegen hier sollte jetzt ultra stark sein. Ich weiß nicht, warum der kleine Pisser da so viel Schaden macht. Ich verstehe es nicht. So, jetzt aber. Fleisch vom Mischlingshund, Mischlingshund, Mischlingshund und da vorne sollte noch irgendwo einer liegen. Hier soll es Hinweise geben. Oh, wir folgen jetzt quer durchs Ödland einer Zigarrenspur, ja? San Francisco Sunlights, Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ja, wir sind auf der richtigen Spur und es war guter Instinkt, die Hunde hier wegzuräumen. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, weil wir anscheinend eh bei den Hunden lang müssen, aber nein. Natürlich im genau dem Moment, wo ich irgendwas sagen will. Seitenwechsel. Da. Ja, Dogmeat macht immer diesen Halbsprint. Wenn ich gerade keine AP mehr habe, dann bleibt er immer vor uns stehen. Oh nein. So, das war schon mal die Leuchtende. Also das ist schon mal wichtig, dass die down ist, weil die gibt uns Strahlung. So, und die hat einen dicken Header bekommen und ist direkt gestorben. Die ist tollwütig und will mich vergiften, aber die ist auch tot. Ja, mir folgt noch eine. Erkennungsmarken. Oder? So, und damit ist sie down. Ja, Preston, der hat so einen coolen Kampfstil. Der schießt halt und dann wechselt der das Gebiet
und schießt von da aus nochmal, während er nachlädt. Also der ist ziemlich aktiv in dem Kampf. Ja, und wir laufen ja von einem Gegner an den anderen, während wir Kellogg suchen, glaube ich. Ja, ich bin eh gespannt, ob wir von Kelloggs irgendeine Information bekommen. Weil er ist ja nicht wirklich dran gebunden. Er kann ja auch einfach kämpfen, so wie jeder normale Raider und jede normale Ödland-Person es tut. Suche nach Hinweisen zu Kellogg. Hast du die Fährte verloren, mein Junge? So, erstmal ein Geschütz, vom den Kellogg zerlegt hat. Ein Stimpack, das nicht mehr genommen wurde. Dogmeat. Aus, als wären wir auf der richtigen Spur. Okay, Raumblockade. Ja, tut mir leid. Wir müssen das Let's Play dann wohl hier beenden. Bist du doof, Dogmeat? Was ist los, Junge? Wonach suchen wir? Ist das dein Ernst? Ja, ich bin froh, dass mir schon gesagt wurde, TCL, wie ich solche Sachen in dieser Engine umgehen kann. So. Und hier soll eine Zigarre irgendwo liegen? Nee. Ein Hirnpilz. Ja, was ist denn hier? Doch, da draußen, ja? Jeder Schuss muss sitzen. Wow, 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 wow. Wo kommt der denn her? Der Scheiße. Ja, wir müssen hier nochmal raus. Da liegt Munition. Verdammt, wo sind sie? Keine Ahnung, aber ich bin hier sicher. Dogmeat steht im Weg. Ja, diesmal hat er nicht wieder den Weg blockiert. Aber der wirkt hier schon für, wie so eine Blockade für Monster. Suchen wir etwas, womit wir ihn finden können. Ja, ich suche immer noch nach einer Zigarre, aber ich glaube, dass zumindest hier unten keine Zigarre ist. Ich glaube auch nicht, dass Dogmeat so wirklich weiß, was er hier macht. Ja, er stellt sich erstmal dick fett in den Weg. Das kann er. Ich glaube, dass wir... Ah, wir sollen den Lappen da nehmen. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Hier. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Oh, endlich macht er Platz. Ist ein bisschen irritierend, dass er mitten in der Tür stehen bleibt, statt vor dem komischen Tuch da. Zumal die Questmarkierung auf dem Tuch, glaube ich, auch erst später gekommen ist. Wieder diese Narrenhilfe. Na komm, Dogmeat, du kriegst den Penner. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gleich wieder kämpfen, ja? Wenn wir schon so abgelegen sind, dann kommt hier gleich wieder irgendwas gespawnt. Entschuldigung. Hä? Wisst ihr was? Ich ziehe den Helm aus. Es nervt mich ein bisschen in den Cutscenes, wie wir aussehen. Wow! Wow! Ein fucking Jaguar. Wir haben einen Hund auf unserer Seite. In allen Filmen machen die Hunde Bären platt. Wir bewahren uns mal die restliche Munition für die Waffe. Nehmen stattdessen hier das Jagdgewehr. Ich meine, wir jagen, ja. So, wir gehen einmal in den VATS. So. Der war gut. Oh, jetzt ist er aber am Krüppeln, ja. Was passiert hier? Das war nicht geplant. Ja, ich weiß nicht, wo die jetzt auf einmal herkommen, die Pümmel. Aua, aua, die tun mir auf einmal richtig weh. Holy shit.
Ja, es ist alles okay. Es ist nur ein bisschen verwirrend, was hier plötzlich los ist. Was war das denn? Im einen Moment kämpfen wir gegen den Bären und dann kommen Supermutanten aus dem Nichts und verprügeln uns zu Tode? Holy shit. Ja, man kann Jaguars ziemlich einfach ausweichen. Ich würde sagen, dass wir ein bisschen weiter den Bären nach hier hinten ziehen. Weil wir jetzt die Möglichkeit haben, vielleicht den Supermutanten erstmal auszuweichen. Holy shit, der Damage. Wo ist das Königin-Stack? Ja. So, was ich machen wollte ist, ihm im VATS dreckig zu geben. Und zwar auf die Beine. Ich werde ihn mit einer Pistole wahrscheinlich nicht sofort verkrüppeln. Ich höre auf jeden Fall wieder eine Frau ab und zu. Wir haben echt kein Glück, ne? Jedes Mal kommen irgendwelche Viecher aus irgendeiner letzten Ecke angekrochen, die sich hier mit einmischen müssen. Solange die Viecher alle auf den Yaogwai gehen, ist mir das aber relativ egal. Sehr gut. Also der verliert immer mehr Energie. So, und auf die Beine, damit er nicht mehr so gut uns hinterherrennen kann. Ist klar. Also hier ist irgendwo noch ein Mensch, der mir hilft. Ich weiß nur noch nicht wo. Der. Ein Söldner, eine Söldnerin. Wer seid ihr? Faulen Tricks. Hallo. Sprich mit Larry. Es sei denn, du willst ein Problem. Ah, ein Händler. Wow, wow. Ja, ich würde sagen, wir folgen den Jungs mal. Weil so werden wir wahrscheinlich ein bisschen einfachere Durchfuhr bekommen. Du bist Larry? Ich werde bezahlt, um Larry zu beschützen. Nicht um mit Leuten wie... Ah, du bist Larry, okay. Möchtest du handeln? Der lächelnde Larry hat, was du brauchst. Du lächelst gar nicht. Was machst du hier draußen? Wenn die Leute was wollen, kriegen sie es beim lächelnden Larry. Das ganze Commonwealth kennt mich. Also... Wie wäre es mit ein bisschen Handeln? Handel ist Wandel, also ja. Handeln wir. Wenn der lächelnde Larry es nicht hat, brauchst du es wohl nicht. Wenn der lächelnde Larry weiterhin in der dritten von sich redet, dann hau ich ihm auf die Fresse. Haben wir irgendwas, das wir loswerden können? Die wiegen halt echt viel und die habe ich halt vergessen, in der Dings abzuliefern bei uns in der Tanke. Wir verkaufen mal ganz viel von dem Buff-Out, weil ich glaube, das brauchen wir nicht so viel, wie wir es inzwischen gefunden haben. Mit dem Jet war das was anderes, da haben wir, die kann man echt gut runterrödeln, weil die Verwendung von denen ist halt klasse, weil die so unglaublich stark in diesem Teil sind. Mantles haben wir bis jetzt wohlgemerkt noch nicht gebraucht. Annehmen. Reddix, so viel Strahlenresistenz brauchen wir auch nie. Aber wir lassen es gerade mal so, wie es ist, weil... Nehmen wir mal so viele. Ja, wir wollen nur ein bisschen Munition. Die 45er Munition für die Maschinenpistole. Und dann kann ich mir bei dir auch... Keine Stimpacks, okay. Ja, dann würde ich sagen, geben wir ihm noch ein bisschen was. Wovon haben wir denn noch ganz viel? Psycho brauchen wir schon öfters. Da möchte ich ihm, wenn dann, überhaupt nur 3 geben. Und dann haben wir einen netten Handel. Yep. Ja, sind wir ein bisschen was losgeworden. So, und ich glaube, da hinten sind die Supermutanten drin, ja? Bis jetzt noch kein Anhaltspunkt, dass wir da Supermutanten finden werden. Also normalerweise hängen ja dann diese Fleischsäcke überall rum. Aber momentan sieht es echt gut aus. Wahrscheinlich finden wir hier unseren nächsten Hinweis. Oder auch nicht. Hätte ich erwartet. Ja, doch. Super. Na, wo geht's denn hier hin? Dogmeat, finde den Penner.
Okay, hier geht's einfach nur wieder raus. Was denn, Dogmeat? Keine Angst. Wir finden diesen Mistkerl von Kellogg schon. Wir kommen ihm immer näher. Keine Zigarre diesmal? Ja, ich glaube, Dogmeat ist oben irgendwo stehen geblieben. Das ist ein Hinweis. Eine Attrappe. Ah! Ich habe versucht, sie auszugraben, auszudingsen, zu deaktivieren, aber irgendwie funktioniert das nicht so einfach wie in den alten Teilen. Ich habe die ja gesehen, ich habe ja drauf geguckt. Keine Angst, wir finden diesen Mistkerl von Kellogg schon. Wir kommen ihm immer näher. Und diesmal ist sie nicht hier. Ich habe euch schon mal gesagt, irgendwie ist das so eine Art Random-Event mit den Granaten manchmal. Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Ja, aber wofür? Das verstehe ich nicht. Wofür die Attrappe? Ja, komm, Dogmeat. Führe mich zum goldenen Entführer. Aber wo sind wir denn hier? Sieht aus wie das Chaosdorf hier. Wo sind wir? Im westlichen Teil Bostons. Okay. Wollen wir mal gucken, wo wir jetzt wieder hingeführt werden? Ja, die scheiß Ghule hier. Gut gemacht. Alle beide. Dogmeat war zwar ein bisschen besser, aber Preston macht dir nichts draus. Dogmeat ist auch ein Hund. Die sind immerhin der beste Freund des Menschen. Du bist nur Preston. Dogmeat reckt die gerade alle, habe ich das Gefühl. Keine Munition mehr. Ah. Wir hauen ihn tot. Aber den haue ich jetzt nicht mehr tot. Das ist mir dann zu viel des Guten. Wir probieren uns im Nahkampf. Das klappt nicht so gut. Aber Tod oder Leben. Oh, holy shit. Preston, du bist keine große Hilfe hier im Kampf. Nur damit das mal so nebenbei gesagt ist. Ja, wir haben bestimmt was, womit wir uns hochheilen können. Klappt ganz gut mit den Dingen. Ich weiß nicht, warum ich Nahkampf gegangen bin. Mir war einfach danach, das Ding auszuprobieren. Wie gesagt, auch wenn es kein Tier ist, er zählt ja doch irgendwo als Tier. Ah, Strahlung. Bäh. Ja, kommen wir nicht so gut ran, so wie der da steht. Aber ich will den Typen töten. Mit einem Schleichangriff. Warte mal. Na, das wird nichts mehr. Hab sie gefunden. Nee, das wird nichts mehr. Dogmeat, halt den Typen still. Nein! Ja, nein! Er hat keine Arme mehr. Dogmeat kann ihn jetzt gefahrenlos platt machen. Sehr gut. Vorkriegsgeld haben wir den abgezogen. Dogmeat, warte mal eine Sekunde. Das hier sieht interessant aus. Flaschenkürbis, Tattoos. Eine Wirbelsäule. Ach, kein Problem. Das sieht aus wie eine überdimensionale Jukebox. Haben wir hier oben was? Oh ja. Stimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Na, das ist kein Schrott, Preston. Halt die Klappe. Wenn du doch keine Ahnung hast. Das hier war volle Chemieladen, ja? Gut, Dogmeat, wir kommen. Na, komm, renn. Rennen! Nochmal ein Quicksave. Das hier sieht nämlich nicht gut aus. Verdammt. Kellogg will wirklich nicht, dass man ihm folgt. Wir sollten auf alles vorbereitet sein, wenn wir ihn gefunden haben. Alarm. Kritische. Aggressotron? Wo haben wir den denn? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ist der das oder ist der das? Erstmal die. Noch ein Zigarrenstummel.
Ich weiß nicht, was er da gerade gemacht hat. Ich konnte es nicht sehen. Aber das war wohl dieses Aggressor-Dronen-Dingsi. Was immer das ist, aber es ist wahrscheinlich nichts Gutes. So, dann mal Dogmeat weiter hinterher. Ja, also der legt ja echt alles flach, was ihm irgendwie im Weg ist. Und das scheint ja alles recht frisch zu sein. Das heißt, wir sind wohl gerade rechtzeitig gekommen bei seiner Abfuhr. Ja, Meyerlocks habe ich jetzt ehrlich gesagt null Bock drauf.